Die Alltagsmasken aus Stoff, auf die seit Beginn der Corona-Pandemie die meisten von uns vertrauen, sind nun nicht mehr erlaubt. Wer einkaufen gehen will oder öffentliche Verkehrsmittel nutzt, muss eine FFP2-Maske oder eine OP-Maske tragen. Immer wieder sieht man nun aber auch Menschen, die darauf setzen, eine Stoffmaske über ihrer OP-Maske zu tragen. Der Grund: Die OP-Masken sollen nicht dicht genug am Gesicht sitzen, wodurch an den Rändern Kleinstpartikel ein- und ausströmen können. Eine zusätzliche Stoffmaske soll diese Lücke schließen. Doch bringt die doppelte Absicherung wirklich etwas? Ja, sagt Experte Frank Drefnick vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz gegenüber der deutschen Presseagentur. Wenn man etwas, zum Beispiel eine gut sitzende Alltagsmaske, drüber zieht, drückt es die OP-Maske an das Gesicht heran. Dadurch filtriert die OP-Maske besser, als wenn man sie alleine nutzt. Das Risiko einer Infektion durch Aerosolpartikel wird also gesenkt. Drefnick merkt allerdings auch an, dass es bei einer solchen Maskierung etwas schwieriger werden kann zu atmen. Wer sich aber gut schützen will und gerade keine FFP2-Maske zur Hand hat, für den ist das Drüberziehen einer Alltagsmaske durchaus sinnvoll.